Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und zu einem besonderen, denn das ist der erste Teil der One Week With Me aus dem Januar 2019. Gut, der erste Teil, den ich jetzt heute drehe, ist ja noch 2018, aber dann die erste Januarwoche werde ich euch jeden Tag mitnehmen und vloggen. Das Motto dieser One Week With Me ist, nichts muss, alles kann. Also ich werde euch so gut es geht immer mitnehmen, aber nicht versuchen, wirklich jeden Tag komplett meinen Ablauf zu zeigen, sondern immer mal den einen Tag das eine mit einbauen, den anderen Tag das andere mit einbauen. Ich glaube, dann ist es für euch auch ein bisschen interessanter, als wenn ich randommäßig jeden Morgen meine Morgenroutine und was auch immer mit einbaue. Ich bin schon ja, voller Vorfreude auf die erste Woche vom neuen Jahr, denn ich habe so ein bisschen was vor, was ich jetzt schon lange vor mir herschiebe. Unter anderem mein Filmzimmer endlich mal wieder ein bisschen ja, neuen Anstrich zu verleihen. Und weitere Fragen, die oft gestellt werden. Es gibt so typische Fragen, die ganz, ganz häufig kommen. Die habe ich euch schon vorweg in der Infobox beantwortet. Also wenn ihr eine Frage habt, dann schaut erstmal unten rein. Vielleicht ist die ja schon beantwortet. Ansonsten kann ich natürlich immer, wenn ihr andere Fragen noch habt, sehr, sehr genau drauf oder sehr zeitnah drauf reagieren. Ich werde mir dann immer abends die Kommentare durchlesen. Und am nächsten Tag kann ich es dann halt eben mit in das Video einbauen. So, seid auch auf Instagram aktiv, denn hin und wieder werde ich Instagram nutzen, um euch dann so in der Situation mitbestimmen zu lassen, denn durch die Abstimmung kann ich dann ja euch so noch ein klein bisschen mehr mit integrieren. Das war's zur Info. Ich muss mal gucken, ob ich die nächsten Tage das auch noch mitmache oder ob ich darauf verweise, mal das erste Video zu gucken, um alle Informationen zur One Week With Me zu bekommen. Ich habe das Intro jetzt später nachgedreht, war heute Morgen schon im Stall und die Szenen zeige ich euch jetzt. Yeah, pretend like you're gonna leave. Just one shot of Hennessy. Next thing you run over me, all over me. We act like we're hard to get, but we know this is imminent. Cause we keep falling right into it, right into it. Oh, we were only fun to get some love. You bring me up into the place I love, the place I love. I can't control myself because I'm very dangerous. I can't control myself because I'm very dangerous. So, ich werde mich jetzt auf Holly setzen und habe meine neue Kamera auch gerade in der Hand. Ich versuche mal so ein bisschen was von oben zu filmen vom Reiten und vielleicht hat Patrick auch gleich Zeit, noch einmal kurz die Kamera drauf zu halten, damit ihr mich dann auch von der Seite sehen könnt. Also meine Reithose ist eigentlich gar nicht so pink, wie sie jetzt hier wirkt, aber guckt euch mal bitte an, wie cool das aussieht. Holly hat ja auch noch ein pinkes Inlay und zwar dieses hier. Wenn es das noch gibt im Online-Shop, dann habe ich euch das unten in die Infobox mit reingepackt. Holly fällt es sehr, sehr schwer zu akzeptieren, dass wir eine konstante Verbindung aufbauen möchten und dass man auch dann vom inneren Schenkel an den äußeren Zügel treibt. Und deswegen habe ich jetzt hier auch eine recht breite Handführung und es sieht alles noch ein bisschen unruhig aus. Mein Ziel war es halt, dass ich den äußeren Zügel als Konstante halte und dann, je nachdem auf welche Hand ich reite, eben den inneren Gesäßknochen ein bisschen mehr belaste und auch da dann mehr am inneren Schenkel treibe. Und die Möglichkeit habe, durch etwas längere Zügel dann aber auch direkt nachzugeben und ihr zu zeigen, wenn sie die Verbindung aufnimmt, dass es genau da richtig ist. Bei Holly dürfte ich nicht zu viel Druck am Bein machen. Also ich muss wirklich die dann ganz langsam an alles ranführen. Manchmal hat sie auch Außenstellung. Das war aber jetzt nicht so schlimm für den Tag, weil sie ja erstmal überhaupt das Feingefühl dafür kriegen soll mit der Verbindung am äußeren Zügel und wir uns da auch langsam rantasten müssen, weil ich ja eben als Amateur auch nicht alles richtig mache und Holly ein Pferd ist, das selber viel mitlernt und Dinge auch selber verstehen will und deswegen muss ich immer alles sehr vorsichtig und auch ganz langsam angehen. Als ich dann aber die Aufnahmen gesehen habe, fiel mir auch auf, dass ich viel zu viel nach unten gucke. Ich habe wohl Angst, dass man mir das Pferd klaut. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn man ab und zu sich beim Reiten filmt und sich das dann anschaut. Das nächste Mal werde ich wieder ein bisschen mehr auch an meine Aufrichtung denken. Ich habe jetzt Holly einmal an Patrick übergeben, weil ich noch ein Geschenk besorgen muss. Bin ein bisschen spät dran und die Geschäfte machen ja schon mittags zu. Deswegen verabschiede ich mich kurz und komme gleich wieder. Was hast du da gemacht, Palu? Hattest du dich mit Katzen auf der Weide geärgert?
Und jetzt sind wir gerade spazieren. Wir haben uns für Spazieren entschieden, weil wir können jetzt gerade nicht in die Halle ausreiten. Müssen wir gerade so ein bisschen zu unsicher, weil wenn ich das Pferd in der Hand habe am langen Strick, ist es doch was anderes, wenn die sich mal erschrecken, weil vielleicht irgendjemand schon sehr voreilig heute meinen knallen zu müssen. Als wenn ich mit einem Pferd alleine dann ausreiten bin und dann nachher daneben liege und es mit Zaumzeug und so durchs Dorf rennt, so hat man dann doch irgendwie noch ein bisschen andere Handhabe von unten. Wir sind jetzt schon ein ganz schönes Stück gelaufen und es wurde tatsächlich sogar bei uns in der Nähe auf einmal eine Rakete gezündet. Die beiden waren aber relativ entspannt dafür, also ich habe mit mehr Aufregung gerechnet und jetzt, wo wir hier gehen, da ist halt nichts. Hier ist alles entspannt, hier sind auch noch ganz viele Leute mit den Hunden und irgendwo da hinten sind Patrick und Carlsson. Denn, obwohl Palou ja der Größere ist, mit seinen fast 1,80 Meter, in so einem Fall, dass sich vielleicht die Pferde erschrecken würden, könnte ich den besser halten. Weil Carlsson dann nämlich so richtig, also der kann dann so richtig loslegen und richtig gegenziehen. Und Palou ist da eher so, wenn man dann einmal am Strick zieht, dann ist er direkt bei einem wieder und wartet erstmal, was für eine neue Ansage kommt. Carlsson, der kann sich so richtig in Rage rennen. Bist du ein Wanderer? Nee, eher wie ein Stallarbeiter. Aber die wandern auch viel. Ja? Wusste ich nicht. Ja, vom Misthaufen hin und her. And we tried so hard to fight it, but we knew we couldn't fight it. Holly hat jetzt auch eine saubere Decke an und Carlsson, der braucht auch noch wieder saubere Decken, aber der wird erst geschoren. Dann ist er nämlich schön fresh und kriegt auch eine saubere Decke an. Ich war sehr froh, dass die Reitbeteiligung von Sammy da gerne reiten wollte, weil ich nämlich nicht so viel Zeit hatte wegen Silvester und ja, im nächsten Vlog seht ihr mehr von ihr. Hier müssen jetzt gerade die Blumen warten, die ich mitgenommen habe im Blumenladen. Als kleine Aufmerksamkeit, weil wir heute Abend hier eingeladen sind. Und der Erfolleimer macht sich echt super dafür. Passt genau in den Strauß rein. Wir sind jetzt im Stall durch, also ein bisschen anders gelaufen als geplant. Eigentlich wollte ich auch noch reiten, aber das hat sich dann spontan so ergeben, dass ich nicht in die Halle konnte. Ist manchmal so, macht jetzt auch nichts. Wir fahren jetzt nach Hause und dann gar keinen Stress mehr. Ganz entspannt mich fertig machen, bevor es dann für uns nach Osnabrück geht wegen Silvester. Ich packe auch noch das Geschenk gleich ein, das kann ich euch auch noch zeigen. Und wir müssen noch was Essbares auftreiben. Ich werde versuchen, diese Woche auch jeden Tag einen anderen Look zu machen und über Instagram könnt ihr auch entscheiden, immer mal welches Farbthema ich nehmen soll. Heute habe ich mich direkt für Pink entschieden und diese Reithose ist so cool. Das ist eine Riders-Reithose, die gibt es glaube ich leider gerade nicht mehr zu kaufen, weil das so eine limitierte Edition war. Meine Socken, die kann ich nur im Winter tragen, weil da ist nämlich ein Tweety, wie heißt der Vogel? Heißt der Tweety? Tweety. Mit Schal und Mütze und dann noch so eine flüschige Jacke, die war von Imperial Riding. So, und die Mütze habe ich bei Amazon gekauft. Den Link findet ihr unten, weil nach der Mütze und nach meinem Stirnband fragt ihr mich immer ganz oft. Deswegen habe ich es unten reingepackt. Ja, das ist mein Look heute. Kleines Bubi. Bist du ein bisschen dreckig? Heute Abend gehst du zu Mama, ne? Oh, du hast Stroh mit reingebracht. Während meine Pizza jetzt noch im Backofen ist, lese ich mir eure Kommentare durch. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, gestern ging ein Jahresrückblick online. Ich habe euch den Link unten reingepackt. Es ist ein bisschen länger, das Video, aber ich habe schon ziemlich oft jetzt das Feedback bekommen, dass sich die 55 Minuten nicht wie 55 Minuten anfühlen. Und jetzt lese ich noch ein bisschen Kommentare, beantworte noch ein paar. Und es ist richtig, richtig toll, eure lieben Worte zu lesen und ich genieße es gerade sehr und dann muss ich mich auch schon bald fertig machen für heute Abend. Die ungeschminkte Wahrheit. Ich muss mich jetzt fertig machen, damit wir auch relativ pünktlich loskommen Richtung Osnabrück. Und ich werde jetzt hier kein Schminktutorial drehen, darauf könnt ihr euch verlassen, aber ich filme einmal so in meine Schublade, weil ihr ganz oft fragt, was ich verwende. Und ihr werdet sehen, es ist fast alles Drogerie. Ich glaube,
es ist ausschließlich Drogerie. Und dann lasse ich einfach mal einen Zeitraffer durchlaufen und mache mich jetzt fertig. Also hier seht ihr meine Schubladen, so richtig ordentlich sind die nicht. Da sind so Lippenprodukte drin. Das einzige Markenprodukt, glaube ich, oder was ein bisschen teurer ist im Verhältnis, ist halt dieser MAC Lippenstift, den hatte ich extra für die Hochzeit gekauft. Verschiedene Lidschattensachen, aber ich habe da auch noch so Paletten und die verwende ich meistens. Und dann ist hier so Puderkram drin für unter die Augen und um meinen Concealer und so zu baken, nehme ich mal dieses Banana Powder von Essence. Das ist, kostet auch nicht so viel und das ist echt gar nicht so schlecht. Und das NYX. Das Lustige ist ja bei Make-up, bei dem einen funktionieren Dinge richtig gut, beim anderen gar nicht. Aber ihr merkt, das ist alles eigentlich so ganz einfacher Drogeriekram. Und jetzt zeige ich euch nochmal meine neuen Lieblingspaletten. Ich glaube Mickey Mouse oder Disney. Ich glaube Mickey Mouse ist 90 geworden dieses Jahr. Und da gab es jetzt mit Catrice so eine limitierte Kollektion. Und das sind richtig coole Farben. Das ist im Moment so mein Contouring Powder. Und auch das, das Rouge hat eine ganz tolle blasse Farbe. Das mag ich ganz gerne. Und auch die Lidschatten sind eher so ein bisschen gedeckt, obwohl da ist auch so ein Rotton drin, der ganz cool ist. Die wirken jetzt ein bisschen auf der Kamera anders. Aber ja, so, das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr, sehr gerne verwende. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt fertig, gleich nur noch was auf die Lippen und was anderes anziehen. Ich habe nämlich noch quasi einen Schlafanzug an. Patrick ist schon richtig schnieke hier. Ich weiß gar nicht, ob ich euch noch gezeigt hatte, was Karl zum Geburtstag bekommt. Jetzt ist es schon eingepackt. Patrick hat das eingepackt. Ich mache jetzt nur noch ein bisschen bunte Schleifenband drum. Und zwar ist Karl ziemlicher Fußball-Dortmund-Fan. Ich habe ja mit Fußball gar nichts am Hut, aber ich muss auch immer regelmäßig über den Sprung springen und deswegen habe ich so einen Hoodie von Borussia Dortmund und Hausschuhe geholt. So, jetzt mache ich noch ein bisschen buntes Band drum und wir sind schon ein bisschen spät dran. Aber da ich mich die letzten Tage viel gestresst habe und wenig Zeit für mich hatte, habe ich gesagt, heute habe ich keinen Zeitdruck. Ich muss zwar überall so relativ pünktlich ankommen, aber nicht mit Stress. Das Geschenk ist jetzt fertig. Und jetzt werde ich nach unten gehen, weil Patrick mich nämlich jetzt einsammelt. Der muss noch sein Hemd bügeln. Sieht man mich überhaupt? Nicht so viel. Hast du Lust auf Feierabend? Jawohl. Sehr gut. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Zum Iconic Zap. Iconic Zap Germany. Und zu Karl Bronx. Ich nutze jetzt noch die Zeit im Auto, um schon mal anzufangen zu schneiden, weil die anderen Tage werde ich das wohl immer so planen, dass ich dann abends schneide. Aber da es ja heute Abend spät wird und ich sicherlich heute Abend nicht mehr schneiden werde, fange ich jetzt schon mal an und den Rest mache ich dann morgen früh. Auf dem Weg nach Hause und natürlich habe ich euch gestern nicht mehr ganz so viel mitgenommen. Das war ja auch so eine private Feier. Ich habe euch nur noch ein ganz paar kleine Mini-Einblicke gegeben. Wir waren noch relativ lange weg und ich war so müde. Das hat mich total geärgert. Patrick war so lieb und ist gefahren, damit wir alle problemlos hin und her gekommen sind. Und jetzt geht es für uns, wie gesagt, nach Hause. Es ist zwar schon der nächste Tag, aber ich muss dieses Video jetzt heute beenden, weil gestern Abend war ich wirklich zu müde dafür. Und frohes Neues! Stimmt, frohes Neues! Guck mal Patricks coolen Racer-Jumpsuit hier an. Und oh, dann... ist das ein Racer-Jumpsuit? Ja, weil ich habe hier so... Rennfahrer haben doch auch immer so... Jumpsuit. Nach 600 Metern rechts auf die Ganzkörper-Anzug. Lederkombi. So, und dann hoffe ich, dass euch der erste Tag gefallen hat. Ich kann euch sagen, dass der nächste Vlog ganz, ganz viel im Stall auch ablaufen wird. Und dann bis morgen. Tschüss!